So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt das Schlangenrätsel hinter uns gelassen. Jetzt müssten wir gleich zu dem Zoom kommen. Genau hier. Da springen wir jetzt wieder taktisch gegen die Wand. Na komm. Also hier gibt es auch nur einen Weg. Hier kamen jetzt die Entscheidungsmöglichkeiten und hier kamen jetzt auch gleich die fliegenden Augen. Das heißt, die beiden hier machen die Plasmazauber und die anderen beiden halten ihr Mana frei für Feuerbälle. Also ich gehe erstmal links an der Wand lang. Guck, was hier so kommt. Bisher sieht es sogar relativ gut aus. Und da ist eine Sackgasse, also hier wieder ein Dings hin. Dup, 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 dup. Tür, die zu ist. Ich glaube, hier hinter waren die Augen. Ich höre auf jeden Fall schon schnelle Schritte, das könnten die Diebe sein. Das werden die Diebe auf jeden Fall sein. Jupp. Wusch. Kommt gleich noch einer. Nee, aber hier liegt der Helm auf dem Boden. Ja, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. So, den kannst du anziehen. Hier gab es auch nur einen wirklich richtigen Weg. Deswegen mache ich hier nur ein, zwei von den Plasma-Dingern. So, da, hier. Und da geht es dann schon weiter. So, immer nur noch ein Weg. Ein doofer kleiner Schildklauer. Aber wenigstens haben wir keinen Mana verschwendet für die Feuerbälle. So, hier gibt es jetzt wiederum mehrere Wege. Und wieder kleine Schwertklauer. So, da haben wir reingeguckt, da war nichts wirklich Wichtiges drin. Deswegen machen wir es einfach nur auf, damit wir nicht nochmal reingehen aus Versehen. Und gehen hier geradeaus weiter. Du machst einen Feuerball, du hast noch einen. Dir geht langsam das Mana aus und dir auch. Also gehen wir kurz hier rein, machen Tür zu und schlafen einfach. Weil wenn jetzt ein Auge angeflogen käme, dann würden wir es hören, wenn die Tür aufmachen. Da haben wir genug Zeit, schnell zu wechseln und einen Feuerball zu schießen. So, Mana ist voll. Und weiter. Hier gab es keine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit. Warte mal, wo kommen wir her? Da kommen wir her. Hier ging es nur geradeaus. Die links ist sowieso eine totale Sackgasse und rechts rum führt nur zurück zum Hauptgang. Und da kommt man hier raus. Also hier geradeaus einfach durch. Einfach weiter und zwischendurch schön abspeichern. Ich will nicht nochmal eine halbe Folge verlieren, nur weil irgendjemand durch einen Feuerball stirbt. So. Apropos Feuerball. Die Feuerballfalle müsste gleich kommen, oder? Sind wir da schon dran vorbei? Oh, die Feuerballfalle war in der letzten Etage. Die wird hier nicht kommen. Also, Plasma folgen. So. Und wir laufen jetzt hier einfach mal geradeaus durch. Dumm, dumm, dumm. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Noch eine geschlossene Tür. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Abzweigungen. Ja. Und einer von euch muss ein Feuerball loswerden, damit wir mehr Plasma herstellen können. Ich gehe erstmal geradeaus durch. So weit wollte ich nicht werfen. Da und dann hier hin. Dann müsste ich hier gleich der nächste kommen. Bei einer Handfreiheit. Nein. Und bei einer Handfreiheit wird es in der Hand gezaubert, nicht auf dem Boden, wie ich es eigentlich immer annehme. So. Geradeaus weiter. Sackgasse. Nee, da geht's rum. Und ich höre irgendwas Gegnerartiges.
Ah, hier sind die Skorpione. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier sind wir vorhin gestorben. Also, es ist vielleicht doch gar nicht so ein gutes Zeichen. So, Skorpion. Und irgendwo geht es hier wieder runter. Und wir haben nicht besonders viel Mana. Also bringen wir den jetzt um. Und dann suchen wir uns irgendwo einen Platz zum Schlafen. So, zurück zu unserem Plasma-Dingens. Und eigentlich würde ich auch ganz gern zurück zu irgendeiner Tür. Denn wenn ich da vorne schlafe, werden wir garantiert von einem Auge überrascht und gewone-hittet. Auch wenn es eigentlich nicht mehr gehen dürfte. So, schlafen. Oh, er braucht unbedingt einen Heiltrank. Gluck, sonst noch jemand? Nö. Ist echt ein bisschen irritierend, dass die beiden jetzt fast nackig da sind. Aber anscheinend gibt es hier unten jetzt nur noch wirkliche Panzerrüstung und Kettenhemden. Keine Stoff- und Ledersachen mehr wie oben. Was ein bisschen komisch ist. Aber na gut. Also, wir folgen dem Plasma. Dann geht's hier lang. So. Hier rum, darum. Was macht das Plasma da? Warum lag da ein Plasma? Oh, wir haben da schon eine Spur gelegt. Ja, okay. Sollten wir die Spur auch weiter verfolgen? So, hier. Gehen wir mal links rum. Wieder links rum. Kommen zu noch einer Tür. Okay. Na, wir können noch nicht hier gewesen sein. Also bei diesem Mal nach unten gehen. Denn sonst würden hier Plasma-Dinger rumliegen. Also gehe ich mal durch und geradeaus. Und hier rechts rum. Und ich höre wieder Gegner, die langsam gehen. Das wird noch ein Skorpion sein. Rechts rum, da ist ein Skorpion. Noch eine offene Tür. Boah, das ist so irritierend. Ich gehe mal rechts rum. Durch die Tür da. Gleich haben die wichtigen Charaktere schon wieder keinen Mana. So, wieder durch eine Tür durch. Wieder rechts rum. Und da liegt ein Brocken. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Heißt, du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Und wir gehen jetzt da lang Richtung Skorpion. Ach ja. Aber irgendwo muss echt das Rätsel sein mit der Vergrößerungslupe. Und ich habe ja echt die Hoffnung, dass dahinter dieser Edelstein ist, den wir brauchen. Das heißt, irgendwann müssen wir jedes Level einmal komplett abdecken. Momentan laufen wir nur rum und versuchen den Weg zu finden in die nächste tiefe Räte. Oh, das ist ganz schön viel Schaden, der reinkommt. Also ja, momentan versuchen wir nur den Weg runter zu finden und nicht wirklich den Weg zu finden dahin, wo wir hin müssen. Aber gut, das ist auch wichtig. So, stirb, stirb. Also unsere Spur kommt von hier und jetzt wollte ich da lang gehen. Und hier gehen wir mal geradeaus. Zip, zip, zip. Oh, und hier sind wir sogar richtig. Da sieht man wieder die ganzen Gänge, die links abgehen und wir gehen einfach geradeaus weiter. Das heißt, hier kommt gleich die Treppe nach unten. Das heißt, wir haben jetzt von dem Feuerstabraum bis hier unten einen ganz korrekten Weg, den wir schnell nachvollziehen können. Und das ist irre praktisch. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass man wirklich. Warum ist hier eine Spur? Okay, es geht also anscheinend irgendwo wesentlich einfacher. Aber das können wir später nachgucken. Jetzt kommen erstmal die Augen und wir haben keinen Mana mehr. Das ist nicht gut. So, du machst auch gleich einen Feuerball, du machst auch schon mal eine Vorbereitung. Denn das waren ein paar mehr als nur eins. Und ich höre schon wieder einen Dieb. Und da ist die Treppe runter.
Gut, 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 gut. Jetzt darf nichts mehr schieflaufen. Apropos schieflaufen, abspeichern. So, also hier ist unsere Spur. Die Spur legen wir nochmal einen Ticken weiter, wo wir es eigentlich gar nicht brauchen, denn es gibt nur noch einen Weg bis zur Treppe runter. Schlafen. Zack. Da ist die Treppe runter. Sehr schön. Jetzt sind wir in Level 11. Das schreibe ich kurz auf. Also Zoom, Plasma folgen. Runter. Level 11. Wie viele Level es auch immer gibt. Also ich glaube, wir sind noch ein oder zweimal weiter runter als hier. So, was macht dieses Level aus? Bisher. Okay, was dieses Level ausmacht, ist ganz am Anfang dieses im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn das Rätsel. Also schreibe ich mal auf, Level 11, Uhrrätsel. Und wir können hier mal schlafen. Denn soweit ich weiß, hat hier in diesem Rundgang nichts gespawnt. Und anscheinend regeneriert er wesentlich langsamer, wenn er vergiftet ist. Also Mana. Na gut, wir gehen erstmal mit dem Uhrzeigersinn. Die Treppe ist noch da. Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn. Treppe ist weg. Wir gehen nochmal gegen den Uhrzeigersinn. Es verändert sich nichts. Also gehen wir mit dem Uhrzeigersinn, wie die Wand uns auch gerade gesagt hat. Und kommen hier hin und hier haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit. Ich gehe kurz mal durch, ob wir hier wirklich eine haben. Nee, haben wir nicht. Denn da war dieser Raum, wo die Gaswolken kamen. Da war nur ein Gegenstand. Also geht es hier nur links rum. Das heißt, wir machen hier wieder unser Plasma hin. Hier unser Plasma hin. Und hier unser. Hier unser Plasma hin. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Raum, der leer ist, wo wir uns drin verstecken können. Das heißt, es geht hier rum. Tup, 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 tup. So. Hier eine Sackgasse. Jupp. Also geht es nur dahin. Was haben wir hier? Zu viele Wege. Oh, hier sind die Kreuzschlüsseldinger. Sehr gut, hier müssen wir auf jeden Fall wieder hinfinden. Wo ist meine letzte Spur? Hier ist meine letzte Spur. Also zap, 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 da lang. So, und dann war das da durch? Ja, hier durch. Also dahin. Hier lang. Hier lang. Und da lang. Und dann geht es nur noch hier. Und das war falsch. Hä? Hätten wir hier doch irgendwo. Ah. Okay, hier ist Stopp. Also haben wir aufgeschrieben Level 11, Uhrrätsel, Plasma folgen. Dann kommen die drei Türen. Mitte geht's runter. Das wissen wir. Wir sind ja damals hier in der Mitte lang gegangen und dann kommen wir irgendwann runter in Level 11. Mitte geht's runter. Das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Und jetzt haben wir noch einen Schlüssel über. Ist die Frage, benutzen wir links oder rechts? Das heißt, wir machen erstmal Sicht. Das war vier Punkte. Das und das. Dahinter sehen wir nichts. Und da auch nichts. Also ja. Ich nehme einfach mal rechts. Oh, da ist jemand Hunger. Hallo? Noch jemand? Oh, er hat ein bisschen. Hallo? Haben wir jetzt die Kiste eigentlich mitgenommen mit dem Essen? Ich hoffe mal ja, sonst wäre das echt ärgerlich. Nee, anscheinend haben wir die Kiste mit dem ganzen Essen liegen lassen. Also die bei dem Gitter. Weil da war ein Drachensteak drin, daran erinnere ich mich noch. Na gut, das war dann nicht so klug.
Ah, was soll's. Kreuzschlüssel. Ah, obwohl, das ist ein schöner Cliffhanger. Ich speichere mal ab. LP 59 und nächste Folge sehen wir, was hinter den anderen Türen ist. Also bis dann.